Er ist Mitglied der Evangelischen Landeskirche, ist aber kein Pfarrer, sondern Industriekaufmann, Mitbegründer und Ehrenvorsitzender der kirchenpolitischen Gruppe Offene Kirche. Und er wird uns vielleicht ganz andere Einsichten nahelegen, wie sonst die anderen Redner bisher getan hat, ein ganz neues Feld für uns eröffnen. Herzlich willkommen, Fritz Röhm! Liebe Menschen, die sich einsetzen für den Erhalt des Kopfbahnhofs, suchet der Stadt Bestes. Dieser Ruf des Propheten Jeremia müsste Maßstab sein für eine Partei, die sich christlich nennt. Verstehen will, warum wir hier sind und protestieren. Und es müsste Maßstab sein für die Volksvertreter, die sich dem Wohle des Volkes verpflichten. Der Tiefbahnhof ist nicht das Beste für die Stadt. Ich spreche hier nicht für die Evangelische Landeskirche und ich spreche auch nicht für die Vereinigung Offene Kirche, sondern ich sage meine Überzeugung. Ich bin überzeugt, mit dem Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 droht eine massive Verschlechterung des Bahnbetriebs. Das ist nichts Neues, aber es gilt immer noch. Führt zu einer beispiellosen Steuergeldverschwendung. Auch das ist nicht neu. Aber ich bin entsetzt, dass die Verantwortlichen die Kosten schon nicht mehr rechtfertigen, sondern den Neid im Land schüren. Das Geld fließe in andere Landesteile, wenn es nicht für Stuttgart 21 ausgegeben werde, so Ministerin Gönner im SWR. Stuttgart 21 sei ein Geschenk für Stuttgart. Es wird aus anderen Quellen finanziert. So, Bahnchef Grube, das sind die hilflosesten Argumente, zynisch und egoistisch, von Solidarität für das Gemeinwohl keine Spur. Ich bin überzeugt, der Widerstand kommt nicht zu spät. Der Widerspruch wurde nur nie aufgegriffen. Friederike Groß, die bewährte Karikaturistin der Stuttgarter Zeitung, hat schon 1996 den Nagel auf den Kopf getroffen, als sie das S21-Planungskomitee kommentierte mit Mauschen, Tuscheln, Zischeln. So erzeugt man Widerstand. Gegen die Unterstellung, der Widerstand sei ein Ergebnis des Zeitgeistes. Zitat aus der Stuttgarter Zeitung vom 14.09. Reportage von Michael Ohnewold. Wörtlich, verändert hat sich der Zeitgeist. Vorbei die Zeiten des Zutrauens. Dafür sein ist nicht mehr so sexy. Zitat Ende. Das verwechselt Ursache und Wirkung. Ich lasse meine Erkenntnisse und meine Überzeugung nicht auf den Zeitgeist reduzieren. Und ich erhebe Einspruch gegen das Schüren von Angst. Noch einmal Zitat Ohnewald, er meint, die Umkehr von Stuttgart 21 hätte weitreichende Folgen.
Auf Jahre gäbe es keine Entwicklung mehr auf der Stuttgarter Schiene, weil es keinen Plan B gibt. Zitat Ende. Nein, Herr Odewolf, und nein, Stuttgarter Zeitung. Ein intelligenter Kopfbahnhof ist die Zukunft. Es ist unentschuldbar, ich sage, es ist sträflich, die Alternative K21 nicht ernsthaft zu prüfen. Ich bin überzeugt, das Konzept des Stuttgarter Kopfbahnhofs hat einen unschlagbaren Vorteil. Und Stuttgart 21 Tiefbahnhof hat den entscheidenden Nachteil beim integrierten Taktfahrplan. Jedem geht ein Licht auf, wenn er sich den Film darüber auf der Internetseite Kopfbahnhof 21 einmal ansieht. Gehen Sie einmal drauf und sehen Sie sich das an. Das Tunnelgebirge, das dreistöckige mit kreuzungsfreiem Zulauf auf 16 Gleise, ist eine Meisterleistung der Bahningenieure vor rund 100 Jahren erstellt. Heute unter Denkmalschutz. Und das ist die Voraussetzung für einen integrierten Taktfahrplan. Mit S21 ist das nicht möglich. Aber nun noch eine ganz andere Kritik an Stuttgart 21. Neue EU-Richtlinien, seit 2009 auch deutsches Gesetz, verlangen Verbesserungen an Bahnhöfen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für Alte und Behinderte. Das ist eine zwingende Vorschrift. Aber der Tiefbahnhof S21 bringt Verschlechterungen, eine gesetzeswidrige Benachteiligung dieser Menschen. Zur Überwindung der verschiedenen Ebenen, die uns dort erwarten, brauchen viele von denen zusätzlich fremde Hilfe und vor allem mehr Zeit. Allein durch die Engpässe an Aufzügen sind dadurch viele Anschlüsse gefährdet. Und nun ein Zitat aus einer anderen Welt. Mahatma Gandhi: Es gibt Wichtigeres im Leben, als ständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Ja, ich will besser reisen, nicht nur schneller fahren. Die Alternativlosigkeit von Stuttgart 21 zeigt sich auch am Bürgerentscheid, wenn er kommt. Die Fragestellung Stuttgart 21 ja oder nein ist eine K.O.-Frage, keine Alternative. Die Frage muss lauten, Stuttgart 21 oder Kopfbahnhof 21. Ich kritisiere, dass eine Kritik am Verkehrskonzept nicht mit der Werbung für die ökologische Stadt umgangen wird. Die Architektur der Bibliothek 21 im Volksmund Stammheim 2 oder Urnenwand zeigt, was uns erwartet, naturferner, fantasieloser und trostloser geht es kaum. Stuttgart zwischen Wald und Reben, das war wohl einmal. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der Anti-Atom-Kampagne, nach Mutlangen und nach der Menschenkette Stuttgart-Ulm mich noch einmal gezwungen sehe, auf die Straße zu gehen. Ich will, dass man die Kritik der Fachleute endlich ernst nimmt und sich damit auseinandersetzt. Schluss mit Parolen! Es kommen endlich an einen Tisch.